Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Dota und zu einer Premiere. Das erste Mal nicht eine Runde Dota, die ich selber spiele, sondern mein allererster Cast. Ja, hört sich an wie so ein Kinderbuch. Mein allererster Cast, was man irgendwie so einem Zweijährigen schenkt, irgendwie Martin geht aufs Töpfchen oder so ein Quatsch. Nein, mein allererster Cast. Und wir fangen natürlich gleich richtig groß an, nicht mit irgendwelchen Quatsch, nicht erstmal ausprobieren, sondern zack, einfach mal mit International 2015, heute die Wildcard-Spiele. Ich war am Sonntag bis unterwegs, deswegen gibt es jetzt nicht die ersten Spiele, sondern es ist bereits das dritte Spiel. Einer der Wildcard-Teilnehmer oder einer der Matches ist C-Deck Gaming, ein chinesisches Team gegen Vega Squadron. Und das möchte ich casten. Ja, ich probiere es halt zum ersten Mal. Ich will nochmal die Fahndung, ich will das jetzt auch nicht ewig breitreten, aber die Warnung noch einmal vorneweg. Ich habe damit noch keine große Erfahrung. Ich kenne mich mit Dota schon aus. Aber wie wird das Casten laufen? Es war von euch oft gefordert. Ihr habt immer gesagt, mach das doch mal, caste mal, probier es einfach aus. Und jetzt probiere ich es einfach aus. Ja, und vielleicht wird es scheiße, vielleicht wird es super. Ich glaube eher, es wird irgendwo in der Mitte liegen. Es wird vielleicht ganz okay sein, mit viel Verbesserungspotenzial. Aber dafür bin ich ja dann offen für eure Kritik. Schreibt es mir unter YouTube, schreibt es mir in den Twitch-Chat. Was ich besser machen kann. Und dann lerne ich hoffentlich dazu. So, das war's aber erstmal über mich. Es soll ja auch nicht um mich gehen heute. Es soll um das International, um das TI5 gehen. Es soll um C-Deck und Vega Squadron gehen. Es ist, wie gesagt, das dritte Spiel. Es steht 1-1. Es gibt insgesamt 4 Wildcard-Teilnehmer, die eingeladen sind in Seattle. Und 2 davon kommen zum Main-Event, also dürfen beim International richtig mitspielen. Das übersteuert leicht, schreibt jemand. Das kann sein, ich mach mal... Ah, ich hatte mein Mikro... Stopp. Ja, es übersteuert ein bisschen. Das tut mir leid. So, ich habe es runtergedreht. Ich hatte das Mikro gerade noch was überschossen. Ja, es tut mir leid. Okay, jetzt müsste es besser sein. Der Regler war falsch eingestellt. Schrecklich. Sorry. Ich bin auch aufgeregt. Vielleicht schreie ich ja auch die ganze Zeit, weil ich so aufgeregt bin. Aber man muss ja auch ein bisschen gehypt sein als Caster. Also, nur ganz kurz nochmal die Einführung. 4 Teams. C-Deck, Vega Squadron, Archon und MVP Phoenix haben die Chance, zum International noch beim Main-Event dabei zu sein. Und 2 dürfen mitmachen und 2 werden rausfliegen. So, und das ist hier eine der ersten Runden und ist ein Best of 3 zwischen C-Deck und Vega Squadron und es steht 1-1, also alles offen. Und wir gucken uns mal kurz den Draft an. Nicht sehr ungewöhnlich, The Shrek, Standard-Ban im Moment, Undying auch, von C-Deck gebannt, Vega Squadron, Bounty Hunter und Gyro ebenfalls starker Ban. Bounty Hunter nicht so üblich, hätte ich vielleicht eher was erwartet, wie eine Queen of Pain oder wie eben ein Tusk, der jetzt durchgekommen ist. Ja, Tusk war der First Pick für Cedar Gaming, gecountert von Winter Wyvern, Queen of Pain und Lina. Jetzt kommen die nächsten Buns erstmal raus. Darkseer und Broodmother. Ja, Tusk, sehr starker Held im Moment. So flexibler Held mit Lockdown, mit dem Slow, mit Burst Damage, im Early und Midgame unglaublich stark und auch im Late Game noch durchaus Potenzial. Winter Wyvern sieht man in letzter Zeit auch immer häufiger. Tusk vor allem von Team Secret unglaublich gut gespielt, aber jetzt auch von anderen Teams haben da durchaus aufgeholt. Winter Wyvern in Teamkämpfen, gerade mit Winter's Curse, mit dem Ulti unglaublich stark. Queen of Pain schon lange, immer ein starker Held, aber auch in 6.84 immer noch beliebt. Und hat auch im letzten Spiel gerade C-Deck gegen Vega Squadron, hat auch Vega Squadron Queen of Pain gehabt und hat das dann gewonnen. Das erste Spiel hat C-Deck gewonnen, das zweite Vega Squadron, jetzt das dritte Spiel, wie gesagt. Und Queen of Pain war eben einer der ganz starken Helden im zweiten Spiel. Und Vega Squadron hat es wieder geschafft, sich Queen of Pain unter den Nagel zu reißen. Hätte ich eher erwartet, dass C-Deck da ein bisschen vorsichtiger ist. Und als dritter Pick jetzt Phantom Lancer. Phantom Lancer war im letzten Spiel bei C-Deck. Haben sie eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. In diesem Spiel nimmt Vega Squadron Phantom Lancer selber. Ja, Queen of Pain werden wir in der Mitte erwarten. Winter Wyvern als Support. Vielleicht am Anfang ein bisschen die Mitte mit Supporten. Phantom Lancer auf der Safe Lane der Farm. Schau mal, wo die Lina hingestellt wird. Lina recht flexibel. Ganz gern mal in der Mitte gespielt. Kann man auch als Support spielen. Gerade auch könnte eine gute Kombo mit Tusk sein. Aber sie halten sich mit den Picks den Draft ziemlich offen. Dann schauen wir mal. Bin sehr gespannt. Jetzt kamen noch die Bans. Techies. Ja, auch so eine Kombo, die man vor allem bei Team Secret gesehen hat. Tusk und Techies. Völliger Wahnsinn, wie sie das gespielt haben. Aber jetzt
Techie ist auf jeden Fall schon draußen. Naga Siren im letzten Spiel als Support von Vega Squadron gespielt, sehr effektiv. Das will C-Deck nicht nochmal gegen sich haben. Und deswegen der Bann. So, C-Deck. Ja, C-Deck bräuchte wahrscheinlich jetzt noch den Safe Lane Farmer. Relativ sicher. Und sie bräuchten halt auch. Sie haben selber Darkseer gebannt. Darkseer fände ich jetzt gar nicht schlecht gegen Phantom Lancer. Vielleicht eine Art von AOE. Der Gyro-Ban natürlich auch sehr effektiv, wenn man selber Phantom Lancer spielen möchte. Mit Calldown, mit Flag Cannon gegen Phantom Lancer durchaus stark. Aber sie nehmen Ember Spirit mit Slate of Fist und einem Battle Fury. Ebenfalls eine gute Option, um gegen Phantom Lancer zu bestehen. Je mehr Illusions da sind, desto mehr springt der Ember Spirit und mit einem Battle Fury jedes Mal noch Cleave Damage. Das kann richtig reinhauen. Ja. Ember Spirit allerdings ein Held, ein Core-Held, ein Carry, der auch gerne in der Mitte gespielt wird. Der sehr stark von der Bottle profitiert. Oh, ein Earthshaker hat Vega Squadron jetzt selber gepickt. Earthshaker auch ein klassischer oder ein beliebter Counterpick gegen Phantom Lancer, ähnlich wie es mit Ember Spirit, wie er mit Slate of Fist stark gegen Illusions ist. Es ist natürlich mit einem Earthshaker einfach stark die Illusions, wenn halt dann 7 Phantom Lancer Illusions rumstehen und er haut Echo Slam rein, macht das mal richtig Schaden. Und deswegen ist es so eine Art Deny-Pick fast schon. Also Earthshaker ist immer ein guter Held, auch gegen Tusk, um das Team ein bisschen aufzuteilen. Gegen Ember Spirit für den Lockdown mit hoher Range des Fischer. Aber halt auch gleichzeitig, dadurch, dass die Earthshaker für sie selber picken, verhindern sie, dass C-Deck das picken kann. Und also sehr geschickt einfach. Selber ein starker Support gepickt und verhindert, dass C-Deck den haben kann. Könnte mir durchaus vorstellen, dass C-Deck mit dem Gedanken gespielt hätte und ihn gepickt. Das werden sie vielleicht ein bisschen umdenken müssen. Haben wir noch genug Zeit, um ihre Überlegungen durchzugehen. Rubik. Okay, Rubik, richtig interessant hier. Natürlich schöne Synergien, gerade mit der Lina auch. Einige gute Spells zum Stealen. Vom Earthshaker, der Fischer ist immer gut. Winter Wyvern hat einige interessante Spells, die man da klauen kann. Queen of Pain ebenfalls gut, ein Blink, sehr stark an Rubik. Und jetzt der letzte Ban. Tja, ich bin noch nicht ganz sicher, auf welcher Position sie Lina spielen wollen. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen nicht so viel Pro Games geschaut. Ich habe die TI5 Qualifier geschaut. Bin jetzt nicht ganz sicher, wie Profi-Teams die Lina sehen. Nach Meinung von Vega Squadron fehlt C-Deck halt hier noch der Mid-Hero. Sie erwarten nicht den Ember Spirit in der Mitte. Wie gesagt, ich fände das gar nicht schlecht. Aber gerade mit einem Rubik und Searing Chains, vielleicht die Tri-Lane, Lina, Rubik, Ember Spirit, wäre extrem stark. Ja, hier mit Telekinesis, Into Stun mit Ember Spirit. Das heißt, sie würden noch einen Mid-Hero brauchen. Das wäre natürlich dann schöne Kombination. Und ein neuer Abonnent, Kanarienet, vielen Dank. Und Natter und auch Sarah ist ja auch da. Passt auch richtig auf, gleich den Spammer im Twitch-Chat gebannt. Vielen Dank dafür. Also, sehr starke Tri-Lane, Lina, Ember Spirit, Rubik. Deswegen schon gut möglich, dass sie hier den Mid-Hero noch brauchen. Und deswegen hat Vega Squadron den Shadowfiend gebannt. Ebenfalls richtig guter Bann, der Disruptor. Da man ja beim Tusk mit dem Snowball relativ gut weiß, wo der Snowball enden wird. Ein richtig guter Counter ist einfach Disruptor. Wenn man schon sieht, der Snowball ist am Anrollen. Static Storm auf die Target Area setzen. Und wenn er noch möglicherweise 1, 2, 3 Kollegen mit im Snowball hat und alle landen im Static Storm, hast gerade mal den Teamkampf verloren. Von daher richtig guter Bann, auch den Disruptor. Vor allem brauchten sie ja auch noch da einen weiteren Support, da der Earthshaker auf die Offlane gehen wird. Also die Lanes sind relativ klar. Queen of Pain in der Mitte, Earthshaker Offlane, Phantom Lancer, Lion auf der Toplane, Winter Wyvern. Weiß ich nicht, ob er die Tri-Lane komplett machen wird. Winter Wyvern kann man auch gut in der Mitte spielen. Ein paar starke Ganks möglich. Gerade am Anfang mit Arctic Burn. Hängt ein bisschen davon ab, was für einen sicheren, was für einen mobilen Helden. Ja. C-Deck als letztes picken wird. Was haben sie für Optionen? Wer ist denn noch da? Mit die stärksten, also Queen of Pain wird schon mal ein starker Held sein. Lash Track ist leider natürlich schon weg. Shadow Fiend ist auch weg.
Gegen das Team, was haben wir denn lange nicht gesehen? Ein Zeus? Haben wir lange nicht gesehen? Oh! Ha! Schau an! Lina dann doch in der Mitte. Ähnlich, wie ich nicht ganz sicher war, wo die Lina ist, war auch Vegasquad noch nicht ganz sicher. Sie haben ja mit Shadowfiend Mid-Hero gebannt. Jetzt sieht es eher anders aus. Sie haben immer noch die Option, Lina und Ember Spirit zu swappen. Mit Cedar kenne ich mich auch nicht so gut aus. Mit den Spielen, die demnächst kommen, weiß ich nicht, von Team Secret zum Beispiel, was ich morgen casten werde, da weiß ich eher Bescheid. Okay, dann sehe ich schon an den Helden, die den, oder an den Spielern, die den Helden zugewiesen sind, wer der Mid-Hero ist, wer der Mid-Player ist und wer der Safe-Lane-Farmer ist. Bei Cedar kenne ich mich leider nicht so gut aus, dass ich jetzt weiß, ob Shiki jetzt ihr Carry ist oder was auch immer. So. Die Helden sind verteilt, der Ember Spirit muss noch seinen picken. Und dann geht's los. Das wird spannend. So. Ich will natürlich die freie Kamera. Vielen Dank. Das kann ich schon selber. So. Wie gesagt, die Lanes für Vega sind relativ leicht zu erahnen. Man sieht schon den Earthshaker, der auf die Offlane geht. Hier auch relativ klar, Tusk wird auf die Offlane gehen. Und wie wir es jetzt sehen, Rubik macht sich unten auf den Weg mit Ember und Lina zusammen. Visage bisschen hinterher. Das sieht aber gar relativ einfach aus. Die werden sich unten die Rune krallen. Der Earthshaker wird da kein Risiko eingehen. Er wird noch versuchen, hier einen Ward aufzustellen, um das Pull-Camp zu blockieren. Aber mal schauen, ob der Rubik früh genug da ist. Das hat er nicht geschafft aufzustellen. Wenn sie es schaffen, das hier zu blockieren, dann ist es ziemlich gut. Hier, der Tusk hat gar nicht erst probiert, das Camp zu blockieren. Er möchte lieber die Vision auf der Rune und auf der Seite haben, um dann nicht überrascht zu werden. Den Earthbird haben sie hier schon zurückgedrängt. Na, mal schauen. Ah, der Tusk wird hier nichts versuchen. Wäre ebenfalls viel zu gefährlich alleine. Ich weiß nicht, ob ein bisschen Harass rauskommt. Er hat auch nichts geskillt. Er wird sich jetzt hier idealerweise zurückziehen. Oh, da okay, wollen sie eine Falle stellen? Wenn sie jetzt zu weit chasen, gerade mit Winter Wyvern. Das wird interessant. Na, kommen sie rechtzeitig. Die Lina geht hier außen rum. Wenn Lion oder Winter Wyvern hier ein bisschen zu weit gehen. Jetzt sind sie auch zu dritt. Rubik, Winter... Oh, das wird interessant. Hier oben sehen wir schon das First Blood. Oh, sehr schöner Stun von der Lina. Und mit Soul Assumption schon der First Blood. Lina stirbt zwar, aber Cedar holt sich hier den First Blood. Hat auch das letzte Spiel... Ja, verloren. Hat das erste gewonnen, das zweite verloren. 1-1 steht. Haben ein bisschen das Momentum im Moment auf Vega Squadron Seite. Von daher war das First Blood relativ wichtig. Winter war dann hier noch ein bisschen... Na, hat den gut gejuked und zieht sich hier zurück. Okay, wir haben Lina in der Mitte. Unten Ember Spirit als Safe Lane Farm gegen den Shaker. Der Shaker hat hier richtig schön geblockt. Hat die Creepwave an den Tower geholt und kriegt dadurch schön XP. Obwohl er in diesem Fall auch ein bisschen weiter vorne XP bekommen hätte, da es keine komplette Tri-Lane ist. Rubik hält sich hier in der Mitte auf. Wie ich schon vermutet hatte, oben sehen wir hier Phantom Lancer und Lion. Und Winter Wyvern macht am Anfang halt nicht die Tri-Lane komplett mit, sondern hängt ein bisschen in der Mitte rum, um den gegnerischen Mid-Hero, die Lina, zu harassen. Was man, wie gesagt, mit Arctic Burn richtig gut machen kann. Und deswegen war auch der Rubik noch hier am Start, um das ein bisschen einzugrenzen. Jetzt pusht hier natürlich gerade eine richtig große Wave, da der Earthshaker mit dem Fischer die Wave geblockt hatte am Tower, dann die Radiant Creeps gestorben sind und jetzt so eine große Wave hier kommt. Hier kommt schon die nächste, aber der Earthspirit immerhin schon Level 2 und Visage kann da nicht so wahnsinnig viel machen, wie man gerade sieht. Versucht ein bisschen zu harassen. Aber er hat noch genug Tangos und hat er vor allem schon die Boost am Start. Deswegen geht das ganz gut. Jetzt habe ich das 1-1 verpasst, tatsächlich. Queen of Pain hat die Lina gekillt. Ah ne, das 1-1 überhaupt nicht verpasst. Das war ja vorhin noch. Nix. Profi Martin verpasst sowas natürlich überhaupt nicht. Und den Kill habe ich auch gesehen. Bis jetzt alle Kills gesehen, natürlich, das war hier noch. Erst das First Blood am Line und dann ist der Lina noch gestorben. Völliger Quatsch. Und jetzt haben sie den Earthshaker doch erwischt, trotz der Boots. Ja, darf halt nicht... zu unvorsichtig sein. Searing Chain Stun und Level 2 Flame Guard. Dann reicht es, wenn er halt ein bisschen daneben steht. 40 Schaden pro Sekunde, hast schon fast ein Radiance. Das tut dann schon ordentlich weh. Visage hier kontrolliert noch die Runen. Und der Rubik immer noch in der Mitte. Wie sieht es denn von den Last Hits? Wir sollten mal ein bisschen auf die Last Hits schauen.
dass wir ein bisschen schauen, wie es da läuft. Free Farm für den Phantom Dancer, das läuft richtig gut. Unten haben sie jetzt den Kill gemacht am Earthshaker. Trotzdem sieht es ein bisschen besser aus vom Farm für den Phantom Lancer als für den Ember. Aber hier oben haben sie auch jetzt inzwischen eine komplette Tri-Lane auf die obere Lane geschickt, um dem Phantom Lancer wirklich Free Farm zu garantieren und ihm vielleicht zu einem schnellen Diffusal Blade oder Boots of Travel zu helfen, um nachher den Split Push am Leben zu erhalten. Außerdem kommt jetzt eh hier gerade eine große Wave wieder mit 6 Creeps direkt zum Ember Spirit. Ein bisschen gucken, am Tower ist es nicht ganz so leicht zu last hitten und ja, das sollte er jetzt schaffen. Na, ah, guck, den schon verpasst. Dieser Noob, schrecklich. Oh, da haben sie den Line. Snowball, Telekinesis als nächstes. Winter Wyvern mit Cold Embrace verhindert es noch ein bisschen. Aber Lina kommt schon von der Seite. Die Ice Charts haben nicht lang genug gehalten. Noch 10 Sekunden cooldown auf dem Snowball, eh nicht genug Mana. Und dann müssen sie sich zurückziehen. Arctic Burn verhindert, dass sie da weiter chasen können. Die Lina will eh schon wieder in die Mitte, um nicht zu viele Lasts zu verlieren. In der Mitte ist relativ ausgeglichen. 13-4 für die Queen of Pain, 13-3 für die Lina. Das nimmt sich bis jetzt nicht viel. Leichte Vorteile für die Lina, weil auch gerade die Creep Wave noch kommt. Den Last Hit verpasst sie. Die Dire haben sich hier auch noch einen Lane Ward aufgestellt, damit auch wenn sie oben am Tower sind, genau sehen, wie sich der Tusk bewegt. Wenn er zu nahe kommt, gerade wenn er so wenig Mana hat. Er hat keinen Escape-Move in dem Sinne. Der Snowball muss ja mal auf ein Ziel erfolgen, von daher kann er nicht einfach wegsnowballen, sondern braucht immer eine gegnerische Einheit, wo er hin snowballen kann. Ja, nicht ganz so gut. Aber die Rune Control von Vega im Moment ein bisschen besser, haben wir die letzten zwei Runen eingesagt. Queen of Pain mit Haste hat geschaut, was sie hier im Jungle eventuell machen können. Aber so leicht dürfte das nicht fallen. Sie ist nur Level 5, sag mal nur. Telekinesis, leider noch auf Cooldown. Soul Assumption reicht nicht ganz aus. Und die Queen of Pain mit Haste auch schon wieder draußen. Noch ein bisschen Hilfe vom Earthshaker. Und damit der Ausgleich 2-2. Schöner Kill für die Queen of Pain. Ebenfalls relativ wichtig. Im Kurier schon die Boots of Speed, die auf dem Weg sind, plus Town Portal. Weiter absoluter Free Farm allerdings für den Phantom Lancer. Das ist dann schon was, worum sich C-Deck eventuell Sorgen machen müsste. Auch 10 Denies. Bisschen Harass kommt raus im Moment durch den Tusk. Aber das Problem ist, der Phantom Lancer hat eine Bottle. Jetzt kommt auch mit der Bottle und einer Mango natürlich der Landspam. Er wird ihn jetzt auch weiter verfolgen. Ja, das ist ein Kill auf dem Tusk. Da hat er sich mit den Ice Charts ein bisschen vertan. Der Harass, danach kein Mana, das war ein bisschen zu offensiv. Wie gesagt, immer noch die Mango für Lebensregeneration und für das Burst-Mana, falls er noch eine Lance schmeißen muss. Auf Agility-Helden bin ich nicht so ein Riesenfan von Mango. Ich mag sehr gern auf Stärke-Helden, die einen kleinen Mana-Pool haben. Ich denke da spontan an sowas wie ein Sven oder sowas wie ein Wraith King. Die profitieren sehr von der Mango. Aber durch den Harass, der Phantom Lancer machen kann, kann sich es auch nochmal lohnen, wenn er noch ein, zwei Lanzen mehr rauskloppen kann. Das tut schon ziemlich weh. Vega hat sich jetzt auch inzwischen einen formidablen Vorteil rausgespielt. Nochmal ganz kurz hier, währenddessen ein bisschen Quatsch mit der Bottle. Der beliebte Trick, leere Bottle, jemand portet in die Lane, der noch den Fountain Buff hat, gibt nach ihm die Bottle sofort wieder eine volle Bottle und das, ja, im Prinzip garantiert volles Mana und volle HP für den Fanlancer, der weiter Freefarm hat. Wir können sie auch mal kurz anschauen, allgemein, wie der Goldcraft aussieht. Und man sieht in den letzten 2 Minuten, wie er Richtung Vega geht. Noch nicht so stark, für 6 Minuten 1000 Gold. Das ist okay, hätte ich fast ein bisschen mehr erwartet. Der XP-Graph ist fast ausgeglichen, da ist kein großer Unterschied. Das hätte ich ein bisschen mehr erwartet, tatsächlich bei einem Vorsprung von 5-2 Kills und dem Freefarm für den Phantom Lancer. Allerdings ist es für den unten für den Ember Spirit auch nicht schlecht und die Lina hat leichte Farmvorteile zumindest. Unten fliegt jetzt der Winter Wyvern hier ein bisschen im Kreis, hat auch aggressiv gewardet hier, sehr starker Ward hier, sieht jede Bewegung, jede Rotation von der Mitte in die obere Lane, hier auch weit in die Lane reinschauen, was wichtig ist für den Arctic Burn. Wie sieht es denn von der Item-Progression aus? Da können wir uns ja mal kurz reinschauen. Ja, nicht so überraschend. Face Boots auf Ember Spirit. Mal schauen, ob er als erstes auf Battle Fury geht. Als Farm-Item und auch gegen die PL-Illusions. Ja. Level 5 Lion
zwischen Level 7 PL und Level 7 Queen of Pain. Das heißt, Queen of Pain farmt hier ein bisschen den Jungle nebenbei. Ja. Und auf der anderen Seite ebenfalls Face Boots an Line schon fertig. Ja. Hier sieht man der Belt of Strength, das heißt, als erstes natürlich die Power Threads für die Queen of Pain. Mal schauen, was für ein Bild sie danach geht. Macht sie das direkt das, macht sie direkt das Aghanims fertig. Was für Möglichkeiten hätte sie noch gegen das Team? Oils wäre durchaus eine Möglichkeit. Ist gegen Lina stark, gegen Tusk auch möglich. Gegen Lina hat um gleich dann der Oils-Stun-Kombo zu entkommen. Kann das durchaus helfen, sich selber mal zu oilen. Kann es natürlich auch mit einem BKB probieren. Wobei der Tusk-Ulti auch durch BKB geht. Also es ist dann nicht das Allheilmittel in diesem Spiel. Oder sie kann selber versuchen, offensiv zu spielen. Sie kann halt noch auf Orchid gehen. Da bin ich aber nicht ganz so überzeugt, ehrlich. Orchid ist natürlich gut gegen Ember Spirit, um ihn da zu silenzen. Aber gegen die Lina wird es wahrscheinlich nicht so viel helfen, weil die Lina auch selber Oils bauen wird und damit das natürlich dispellen kann, das Silence. Der erste Tower geht an dieser Stelle an Vega, die eh schon vorne liegen. Wir können nochmal auf den Goldcraft schauen, der jetzt noch weiter in Richtung Vega ausschlagen wird, in Richtung Dire. Ja, man sieht es hier. Hat den Turm zerstört. Und jetzt rückt das langsam Richtung 2000 Gold vor, was dann doch sich langsam spürbar aufs Spiel auswirkt. Vor allem, da es ein PL ist. Ja. Der dann deutlich Gas geben wird in kurzer Zeit. Jetzt haben sie ein bisschen nach oben rotiert. Jeder Tusk, der weiter die Offlane farmt. Oh, jetzt der Versuch. Okay, ich sag Versuch. Der Versuch, die Mitte zu ganken, der erfolgreiche Versuch, nennen wir es mal. Zwei Ultis committed, Queen of Pain, der ist den Ulti rausgehauen und den Finger gleich hinterher. Und damit erhöhen sie auf 6-2 und bauen ihren Vorsprung weiter aus. Auch der XP-Kraft wird langsam deutlicher Richtung Vega gehen. Ist immer noch 1000 XP, ist jetzt nicht wahnsinnig viel, das ist noch durchaus im Rahmen, aber zusammen mit dem Goldgraf, der jetzt langsam eher Richtung 3000 geht. In den letzten Minuten nimmt Vega richtig Momentum auf. Und wenn C-Deck da nicht langsam ein Gegenmittel findet, werden sie bald arge Probleme mit dem Phantom Lancer haben. Gucken wir mal kurz auf die Kills und Assists. Und da sieht man ein bisschen das Problem. Beim Tusk ist noch nicht so wahnsinnig viel gelaufen. Oh! Okay. Gerade in dem Augenblick, wo ich sage, schaffen sie den Kill am Phantom Lancer, der jetzt wahnsinnig wichtig war. Genau das ist das, was sie brauchten, um zurückzukommen. Das wollte ich gerade sagen, der Tusk hatte bis jetzt noch nicht so viel Einfluss auf das Spiel. Das ist aber das, was man gerade jetzt im Midgame von ihm sehen muss. Und von Lina würde ich jetzt als nächstes das Old Scepter, das Yule Scepter, wenn man es Englisch ausspricht, erwarten. Ja, da wundert mich ein bisschen, dass der Phantom Lancer so erwischt wurde, weil das Warding relativ gut ist von Winter Wyvern. Hier der Ward, der sehr, man sieht diesen Bereich, den er abdeckt. Eigentlich jede Bewegung hätten sie sehen müssen, außer ich habe einen Smoke vielleicht verpasst. Aber das war meiner Meinung nach etwas unvorsichtig vom Phantom Lancer an der Stelle. Okay, Drums first, natürlich guter Stat-Build, gute HP, doch ein bisschen mehr Mana zum Lance-Spam. Wie weit ist denn der Shaker? Na, der ist noch ein bisschen entfernt. 600 Gold. Bis da ein Dagger rauskommt, dauert tatsächlich ein bisschen. Jetzt nochmal zwei Last Hits. Oder auch nur ein. Phantom Lancer kann jetzt sehr gut in Jungle farmen. Hat inzwischen, ja, Juxtapose, ein Level in Ulti. Das heißt, mit bisschen Glück und genug Illusions kann er easy den Jungle farmen. Das ist eigentlich kein Problem. Tusk macht oben weiter. Das, worüber ich vorhin gesprochen habe, die Mango auf dem Tusk, also auf dem, ich wollte sagen, auf dem Stärkehelden, die können die das Burst-Mana oft am meisten machen. Und der erste Smoke, den ich jetzt mal aktiv sehe. Krasse Kombo. Sollten mit Telekinesis anfangen, wenn sie jemanden sehen, als Disable. Linas dann hinterher. Und dann, wenn es sein muss, noch Searing Chains. Den PL wissen sie natürlich manchmal nicht, wer der echt ist, wenn sie so auf ihn treffen. Mal schauen. Da sind sie selber jetzt nicht ganz sicher, wer ist der echte PL. Deswegen hat er hier mit Flame Guard angefangen zu sehen. Und da wollte er noch rausporten. Telekinesis plus Lina.
kein Problem. Der Return Kill aber, kriegen sie den. Und den Ember Spirit locker gekriegt. Flame Guard hat er auch nicht ausgereicht. Da war Lion Ulti mit drin. Der Stun von der Lina schön getroffen. Die Bounty wurde noch aufgesammelt. Sie holt sich jetzt hoch wieder mit der Bottle. Queen of Pain blinkt hinterher. Noch ein Scream und der Last Hit per Auto Attack hat gereicht. Soul Assumption nur 2 Charges. Das reicht an der Stelle nicht aus. Vega macht weiter Druck. Guter Smoke Gank erst. Sie hat ein bisschen. Es hat ein bisschen zu lange gedauert, da sie erst schauen mussten mit Flame Guard, welcher der echte PL ist. Und dann haben sie Lina und Ember verloren, ihre 2 Cores. Natürlich ist es schön, wenn sie den Phantom Lancer killen, aber das ist bei weitem nicht wert. Und. Oh, jetzt schlagen sie aber mal zurück. Jetzt haben sie vielleicht die Chance, mal die Mitte zu pushen. Flame Guard relativ wichtig in diesem Spiel. Viel Magic Damage unterwegs von der Queen of Pain, vom Lion, vom Earthshaker auch zu einem guten Teil. Flame Guard deswegen offensiv als auch defensiv sehr stark. Der Teleport hier lieber abgebrochen, da die Familiars da waren vom Visage und auch der Ember mit na, 2/3 Mana durchaus bereit, mit einer Combo von State of Fist und Searing Chains da anzugreifen. Ja, den Tower will ich schon ganz gern haben. Die Glyphe jetzt. Rausgeholt. Versuchen sie zu verteidigen. Winter Wyvern zwischendurch immer mit Splinter Blast. Auf kurzem Cooldown kann man die Wave schon ganz gut zurückdrängen, aber da war zu viel einfach unterwegs. Und da der Phantom Lancer gerade oben die Lane farmt, haben sich hier was zurückgehalten. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Wenn sie dem Phantom Lancer ein bisschen weiter Freefarm geben, können sie auch mal einen Tower verlieren, wenn er an anderer Stelle farmen kann, wenn man in der Mitte einige Helden committet. Jetzt wollen sie unten den Tower holen. Ja, schon auf ein, ja, auf ein Viertel HP runter, 25%. Und sie gehen recht aggressiv drauf, beschützen das Katapult. Der Ember Spirit tankt ein bisschen. Und es sieht wieder nicht aus, als wollten sie das groß verteidigen. Wenn er jetzt verteidigt, ohne Escape Möglichkeit, der ist tot. Telekinesis, Familiar Stun, Ember Spirit rein, Slate of Fist und tot und Tower. Einige Missplays jetzt hier von Vega, die eigentlich einen guten Vorsprung hatten. Jetzt kommen sie alle nach unten, ein Ticken zu spät. Schlechte Teamabsprache mit dem Earth Spirit, der alleine reingegangen ist. Das wird man jetzt auch in den Graphen sehen. Oh ja, oh ja, mehr als ich gedacht habe tatsächlich. Die Tower Kills jetzt, erst in der Mitte, dann oben. Dann die paar Pick-Offs jetzt durch der Earthshaker. Haben tatsächlich wieder die Radiant nach vorne gebracht. Schauen wir mal kurz in den XP-Graph, auch XP-mäßig irgendwie vorne. Da hat sich ein bisschen Vega zu sehr, finde ich, auf dem Erfolg ausgeruht. Sie lagen echt gut vorne. Ich finde, gerade mit Fische, mit Splinterblast, haben sie auch aus der Ferne eigentlich gute Möglichkeiten zu verteidigen. Da waren sie, ja, meiner Meinung nach etwas zu passiv und haben die 2 Türme hergeschenkt. Und liegen jetzt halt von Türmen sogar hinten, haben bis jetzt nur den oberen Tower geholt. Auch jetzt ziehen sie sich zurück, aber hier meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung. Zwar einen offensiven Ward geplantet, aber der Tusk wartet hier schon. Ember Spirit und Rubik sind auch bereit, von daher ziehen sie sich erstmal zurück. Ich bin gespannt, welchen Tower sie jetzt nächstes versuchen. Die Mitte ist fast down. Unten noch relativ viel HP. Ja, die Map Vision relativ ausgeglichen jetzt. Beide ein bisschen mit den Wards im feindlichen Jungle. Oh, Familie ist dann. Den PL hier beim Farmen der Ancients gestört. Gucken, ob sie sich jetzt den Ancients Deck krallen. Die Pings kommen schon von C-Deck. Da war die Searing Chains auf den Illusions. Aber den Stack trauen sie sich jetzt noch nicht zu. Kann natürlich auch ganz schön nach hinten losgehen. Wenn sie gerade den Ancient Stack machen. Oben. Oh. Ja, das war ein bisschen von der Kommunikation ein bisschen seltsam. Die Queen of Pain hat gerade selber den Shadow Strike geschmissen und während der Shadow Strike unterwegs war, die Visage noch geäult, also sich selber eigentlich ein bisschen behindert. Ich wollte gerade nachgucken, wer hat denn das Oils, dass sie da so sich selber behindern. Das war ein bisschen seltsam, dadurch hat das ganz schön lange gedauert, bis Visage endlich tot war und sie konnten genug Verstärkung reinholen und haben im Gegenzug Queen of Pain und Winter Wyvern gekillt. Und das ist wieder ein klarer Win für C-Deck, die in den letzten Minuten weiter aufholen, 2 Kills gemacht haben und sich jetzt hier oben auch auf jeden Fall den Tower holen. Unten versucht der PL, versucht Vega, den Tower Trade zu machen. Aber der Tower hier oben wird wesentlich schneller fahren und ich vermute auch, dass sie ihn unten verteidigen, gerade mit Familiars. Meine Vermutung ist, dass sie jetzt unten verteidigen. Und da kommen auch schon die TPs. Lina zuerst, P
PL hat sich schon zurückgezogen, nur die Illusions dagelassen. Aber gerade in den letzten Minuten C-Deck wesentlich konzentrierter, wesentlich objective-orientierter und stärker an der Stelle. Und nachdem ich gerade, so sag ich mal, in den ersten 10 Minuten die Vorteile deutlich bei Vega gesehen habe, macht sich C-Deck jetzt richtig gut. Ich hoffe, sie verlassen sich nicht zu viel auf den Phantom Lancer. Vor allem, weil der Phantom Lancer noch nicht so stark ist. Das Diffusal Plate noch in Arbeit. Das heißt, weder im Teamkampf noch beim Farmen ist es richtig schnell. Klar, im Jungle geht es schon mit Juxtapose in den Illusions. Das sieht man hier. Da kann er schon ganz gemütlich mal farmen, wirft noch eine Lanze rein, teleportiert sich jetzt weg, bevor ihn die Lina entdeckt. Gute Entscheidung an der Stelle. Aber so sensationell ist der Farm nicht. Wir können ja nochmal auf Networth schauen. Wer liegt denn weit vorne? Und nachdem der PL in den ersten Minuten richtig free farm, hat er es inzwischen auf Platz 4 abgerutscht. Ganz weit vorne. Ember Spirit, Queen of Pain kann auch gegenhalten, ist aber auf der gleichen Höhe wie die Lina. Ember Spirit jetzt auch hier führt den Smoke Gank an. Hier schöner Fischer, deswegen werden sie erstmal nicht bekommen. Bekommen sie den PL, den echten und den echten. Sauber, schöner Varus Punch, Stun von der Lina hinterher. Sofort der Kill. Winter Wyvern Ulti auf dem Ember, da ziehen sie sich erstmal zurück. Ich habe vermutet eigentlich, dass die Winter Wyvern an der Stelle noch bekommen, aber Winter's Curse hat hier Schlimmeres verhindert. Jetzt können sie allerdings richtig Druck auf die Mitte machen. Slate of Fist! Okay. Die Searing Chains nicht getroffen, der Tusk steht allerdings davor. Noch ein Varus Punch. Cold Embrace, hält nur eine kurze Weile, dann ist schon Schluss. Und zwei Kills wieder für C-Deck und sie machen weiter Pushen in der Mitte. Rubik hat sich Cold Embrace geklaut, den Creep embraced, um noch ein bisschen den Push weiter am Leben zu erhalten. Und damit geht der nächste Tower plus Double Damage am Ember Spirit an C-Deck, die in Vorsprung weiter ausbauen. Wir gucken mal auf den... Wow, jetzt ist es langsam doch deutlich. 5000 Gold-Vorteil für C-Deck inzwischen. Das war vor dem Tower. Oder ist der schon mit reingerechnet? Doch, der ist schon mit reingerechnet. Ja, eher 6000 bald. Und auch XP-mäßig heben sie sich langsam ab. Wie jetzt hier Vega wieder rauskommt. Vega muss tatsächlich vielleicht ein bisschen defensiver worden. Ihren Jungle haben sie hier ein bisschen verloren gerade. Jetzt auch, wo der Tier 2 Tower in der Mitte weg ist. Das ist ein bisschen problematisch. Phantom Lancer ein bisschen AFK farmen. Versucht immer noch seinen Diffusal fertig zu kriegen. Allerdings läuft das nicht so wahnsinnig gut. Und gerade auch für die C-Deck Supports, für Visage hier und für Rubik bringt das Tower Gold natürlich inzwischen eine Menge. Der nächste Push-Versuch jetzt diesmal von Vega unten auf den Tower. Ich bin gespannt, ob C-Deck es verteidigen will. Sieht nicht ganz so aus. Sie haben auch den PL, der unten den Jungle farmt in der Nähe. Aber sieht aus, als würden sie eher den Trade versuchen. Das heißt, sie geben den Tier 1 unten her und versuchen eher den Tier 2 oben zu holen. Ember Spirit aus der Mitte macht sich auch schon auf den Weg. Die Familias werden eben rangezogen. Und je nachdem, wie schnell sie sind, wäre es kein guter Trade. Ja, sie haben noch 2 Sekunden. Die Glyphe werden sie jetzt gleich benutzen. Sollten sie. Sie wird ja eh automatisch refreshed. Ja, da wird sie schon benutzt. Wie sieht es oben aus? Der Tower hat noch wesentlich mehr HP. Winter Wyvern portet sich schon zurück. Sie wollen auf jeden Fall den Tier 2 noch verteidigen. Sind sie schnell genug? Ich glaube, die sind gar nicht schnell genug. Selbst da hat auch der Tusky schon erwischt. Schöne Ice Charge. Snowball zwar rein, Cold Embrace rettet Winterwyvern an dieser Stelle. Jetzt steht der Tusk da ein bisschen scheiße. Der Tusk wird auch meiner Meinung nach jetzt hier drauf gehen. Versucht er noch einen Snowball. Autsch! Und Cold Soul Assumption. Wenn jetzt noch ein Snowball kommt, war es mit Winterwyvern. Ember Spirit macht noch einen Kill. Snowball tot. Das Spiel geht langsam richtig außer Kontrolle. Und gehen sie jetzt schon High Ground mit den Familias, mit 2 Toten auf der anderen Seite, oder ist das noch zu gefährlich? Für 21 Minuten vielleicht doch noch ein bisschen zu gefährlich. Ja, da haben sie den Trade geschafft. Tier 2 Tower gegen Tier 1 und 2 Kills für C-Deck. Das sieht langsam richtig mies aus. Wir können nochmal auf den Goldgraf schauen. Ja, geht wie eine Schnur nach oben, nähert sich den 10.000 XP-Graph. Auch nochmal richtig Anlauf genommen, jetzt schon bei über 5.000. Tja, wenn jetzt Vega nicht langsam die Kurve kriegt, nachdem sie im zweiten Spiel richtig stark gespielt haben und den PL jetzt langsam mal Beine machen, dann war es das. Andererseits muss man schon sagen, wenn PL es dann mal schafft, in absehbarer Zeit Boots of Travel fertig zu machen, der Split-Push ist natürlich wesentlich stärker von Vega. Mit einer Queen of Pain, die relativ mobil ist, die nach dem Oils jetzt auch auf den Aghanims geht.
und dann einen kurzen Ulti-Cooldown hat. Von daher entweder schnell pushen kann. Und da der Smoke ist geplatzt. Stun. Oh, da kommt aber rechtzeitig der MS-Spirit. Der zieht sich jetzt zurück. Snowball rein. Virus Punch auf dem Line, sofort tot. Bisschen hält das Cold Embrace den Earthshaker noch am Leben. Allerdings reicht es nicht. Alls auf Winter Wyvern und auch hinüber. Drei Tode. Sie haben den Rubik am Anfang gekriegt. Aber auch der Smoke ging nach hinten los. Der Farm-Vorteil von Seedex an der Stelle einfach zu groß. Und jetzt holen sie sich nach Roshan. Und Vega hat keine Chance, das zu contesten. Mit Earthshaker vor allem tot. Mit Lime, mit ihrem Disablen. Auch kein Winter's Curse zur Verfügung. Haben sie keine Chance, hier Roshan zu contesten. Roshan geht damit an Seedex. Und Seedex wird sich mindestens mit dem Aegis unten den Tier 2 Tower holen. Da kommen schon die Pings von Visage, dass das als nächstes ist. Der PL versucht hier ein bisschen zu farmen noch. Versucht wahrscheinlich verzweifelt seine Boots of Travel fertig zu kriegen. Aber dem Tempo, in dem Seedex hier vorliegt, wird das nicht mehr rechtzeitig schaffen. Haben sich ein bisschen zurückgezogen. Na, jetzt direkt versuchen sie es nicht. Roshan gekillt, ungefähr 23-20. Wenn ich nicht selber spiele, kann ich ja sogar mal auf die Uhr gucken einigermaßen. Das heißt ja mit schön 5 Minuten ihr Aegis. Und den Tier 2 Tower werden sie auf jeden Fall als nächstes holen. Mit dem Familiensmach Visage hier immer ein bisschen Stress. Schöne Familia-Drop, um ein bisschen zu stunnen. Der Splinter Blast hält dagegen. Ohne wirklich jetzt mit dem Team zu committen, werden sie den Tower nicht holen. Aber sie haben das Aegis und deswegen werden sie es bekommen. In der Mitte versucht der PL jetzt mal ein bisschen Druck zu machen. Der Einzige, der gerade verteidigt, ist der Rubik. Die anderen vier sind auf dem Weg nach unten. Aber auch der Rubik macht sie jetzt auf dem Weg. Oben pusht die Lane. Der hat der Queen of Pain, das, was ich meinte, Queen of Pain sehr mobil. Das Aghanim ist fast fertig. 100 Gold fehlt noch. Und dann mit dem kurzen Cooldown auf Ulti kann sie ihn eigentlich weder zum Pushen als auch zum Verteidigen die Ulti spammen, wenn sie sie nicht gerade im Teamkampf braucht. Und macht natürlich auch genug Schaden. Der Split-Push von Vega ist wirklich nicht schlecht. Aber wenn sie mit ihrem Split-Push nicht in den nächsten, sage ich mal, tatsächlich 5 Minuten online kommen, dann sehe ich schwarz. Wenn, je nachdem, wie gut es jetzt Seedex schafft, das Aegis zu nutzen. Oh, und sie haben Queen of Pain schon entdeckt. Der Link rein. Oh mein Gott, das ging schief. Voll rein in die Frostglyphe von Tusk sofort gesehen. Erstmal hier verhindert Winter Wyvern mit dem Ulti Schlimmeres. Aber Queen of Pain, wie gesagt, hier sofort entdeckt worden. Varus Punch, Telekinesis und tot. Winter Wyvern Ulti down. Embersville springt rein. Slate of Fist, Searing Chains, tot. Kann sich das erlauben, auch mit den Aegis. Und da gehen sie High Ground. Und ich sehe im Moment ziemlich schwarz. Und vor allem, ouch, der Earthshaker an der Seite gewartet. Der Earthshaker hat seinen Blinkdagger, hat hier auf eine gute Gelegenheit gewartet, um schön Ulti in Echo Slam zu setzen. Jetzt wäre die Möglichkeit da. Allerdings passt Seedex so gut auf. Mit der Vision einfach haben sie den Earthshaker erwischt. Keine Chance. Vor allem, da der Tusk inzwischen auch einen Dagger hat. Link rein, Virus Punch, Snowball. Keine Chance zu reagieren. Die erste Lane down. Und sie werden einfach weitermachen in der Mitte jetzt. Sie werden die Mitte pushen. Mit dem Aegis werden sie sich nicht viel Zeit lassen. Das Aegis hält noch weitere 3 Minuten genug Zeit, um die Mitte zu pushen. Das sollte kein Problem sein. Ich soll meine Kameraführung überarbeiten. Das ist viel zu hektisch, wenn ich es mit der Maus mache. Okay, das kann gut sein. Wie macht man es denn sonst? Macht man das mit den Pfeiltasten? Muss ich das runterstellen? Kann sein, dass es zu hektisch ist. Bin noch ein bisschen unerfahren im Casten, das stimmt. Könnt ihr gerne mal schreiben. Zum Beispiel gucke ich auch mal ein bisschen in den Twitch-Chat. Ja, das wären auch ganz gerne mal Tipps. Wie gesagt, das sind Tipps, die ich gut gebrauchen kann zum Casten. Wie mache ich das besser? Kann ich das vielleicht beim Casten irgendwie einstellen, dass es ein bisschen softer geht, irgendwie so, dass es nicht so abrupt ist? Das kann ich ein bisschen vielleicht einfacher machen tatsächlich. Wenn ich mit der Tastatur mache, finde ich es auch nicht so soft. Irgendwie muss ich da vielleicht mal irgendwie eine bestimmte Hardware holen, keine Ahnung. Okay, Winter Wyvern kurz erwischt. Cold Embrace hilft da auch nichts. Da hat Flame Guard den Rest erledigt. So schnell ist der Heal dann auch nicht. Und Snowball, Link rein von Tusk. Auch den Lion erwischt. Der nächste Earthshaker zum Platzen gebracht. Jetzt holen sich die Midlane immer noch Aegis auf Ember Spirit, der es hier auch bewusst einsetzt, um mit vollem HP und Mana wiederzukommen. Volles Stun-Kombo auf der Queen of Pain und tot. 4 tot. Keine Buybacks im Moment. Das ist die Mid-Rex, wenn nicht das Game für Seedex.
Ah, mit der mittleren Maustaste. Das ist, stimmt, das ist ein bisschen angenehmer. Und weiter rauszoomen. Ah, okay, stimmt. Ich bin das nahe Ranzoomen natürlich gewöhnt, weil ich sonst immer nur selber spiele. Noch eine Menge, die ich lernen kann. Okay, Cold Embrace, ebenfalls hier wieder viel zu viel Magic Damage. Keine Chance für Winter Wyvern. Die Mid-Lanes auf jeden Fall down. Winter Wyvern, Queen of Pain. Und da ist es. Sagt auch nicht nur die Mitte. GG, hier der Call von Vega. C-Deck gewinnt das erste Spiel, geht damit auf jeden Fall in die Upper Bracket. Hat damit beste Chancen zum TI Main Event zu kommen. Und hat sich hier, nachdem das zweite Spiel relativ souverän von Vega gewonnen wurde, insgesamt das Best of Three geholt. Souverän gespielt, das letzte Spiel. Ich fand gerade die ersten 6 bis 10 Minuten richtig, richtig stark von Vega. Und ich habe mich dann doch ein bisschen gewundert, ist es die Aufregung vielleicht? Was war das Problem? Sie haben 2 Türme relativ leichtsinnig hergeschenkt, obwohl sie gute Verteidigungsmöglichkeiten haben mit Splinter Blast, mit Fische, mit vielleicht ein bisschen Land Spam vom Phantom Lancer. Allerdings haben sie 2 Türme eher hergegeben, gerade beim zweiten Turm, weil der Earthshaker allein am Verteidigen wurde dann vom Rubik und vom Tusk abgesammelt. Und seit Minute 10 ungefähr hat eigentlich Vega keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt. Wurden eingepusht, haben dann einen Smoke Gang verloren noch, danach Roshan und danach hatten sie eigentlich ehrlich gesagt keine Chance mehr. Das andere Team war viel zu mobil. Earthshaker hat zwar seinen Blinkdagger gehabt, kam aber nie dazu, ihn einzusetzen. Eigentlich wurde er immer initiated. Entweder vom Tusk, der auch reingeblinkt ist, dann mit Snowball und Varus Punch gleich einen ausgeschaltet hat. Die Familias von Visage auch sehr mobil unterwegs. Ember Spirit sowieso mit dem Ulti. Ja, sehr souverän gespielt insgesamt, muss man sagen, von C-Deck, dem chinesischen Team hier, die auch ein bisschen als Favoriten in dem ganzen Wildcard gelten. Meiner Meinung nach jedenfalls ist es das stärkste Team von den Vieren. Vega habe ich persönlich auf Platz 2 gesehen, deswegen wird es auch spannend, wie Archon gegen MVP Phoenix spielt und wie sich dann da, ja, wie sich dann da Vega schlägt. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Mein allererster Cast, ich fand ihn gar nicht so scheiße. Ich werde noch ein bisschen ein paar Sachen optimieren. Gerade mit der Kameraführung gab es ein paar Tipps im Twitch-Chat. Da werde ich mir gleich noch ein bisschen was anschauen, dass ich ein bisschen gucke, wie kann ich das besser machen mit der Kameraführung, dass es ein bisschen entspannter ist zum Zuschauen. Ich bin eher noch die Kameraführung vom selber Spielen gewohnt, wo man oft abrupt hin und her springt, den Kameraausschnitt relativ zackig und hektisch bewegt. Das ist als Caster natürlich nicht ganz so angenehm. Da werde ich mir ein bisschen Mühe geben, dass das gleich noch besser wird. Und werde jetzt mal eine kurze Pause machen, mir ein bisschen die Kommentare durchlesen und hoffentlich auch auf YouTube einige Verbesserungsvorschläge von euch bekommen. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und es stehen ja noch einige Spiele an. Also kurze Pause und bis dann.